Ich kenne Salome jetzt schon seit 4 Jahren. Sie war 14 und im 4. Monat schwanger. Meine eigenen Kinder waren damals noch klein und ich wusste, was es bedeutet, sich die Nächte mit weinenden Babys um die Ohren zu schlagen. Wie muss das erst für einen Teenager sein? Wie ist es, wenn Kinder Kinder kriegen? Das wollte ich herausfinden und besuchte Salome fortan regelmäßig. Und so hat alles angefangen. Beim ersten Mal hat er mir einfach erzählt, dass er nicht zügungsfähig ist. Und ich gesagt habe, dass wir ja eigentlich Kondom brauchen und so. Dann hat er gesagt, nein, ich habe einen Unfall gehabt und ich kann jetzt eben darum keine Kinder mehr zeugen. Und dann haben wir halt habe ich ohne mit ihm geschlafen und dann ja, ist es halt passiert. Wieso hat er dich so angelogen? Das weiss ich nicht. Keine Ahnung. Ist denn das dein erstes Mal gewesen? Ja, das war mein erstes Mal. Das ist auch nicht, es ist nicht schlimm. Aber ja. Salome ist das älteste der 3 Kinder von Samuel und Dorothea, die jetzt mit 40 und 41 Jahren Großeltern werden. Natürlich waren wir mal zuerst sehr erschrocken und haben gedacht, nein, das darf doch nicht wahr sein. Also, wieso? Ja, wir waren schon ziemlich perplex. Nach dem positiven Schwangerschaftstest war das weitere Vorgehen für Salome vorerst klar. Ihr Freund, der 18-jährige Vater des ungeborenen Kindes, hatte sich per SMS von ihr getrennt und sie hatte nicht die geringste Lust, sein Kind auszutragen. Ihre Eltern, aktive Mitglieder einer evangelischen Freikirche, gingen mit Salome den ganzen Weg bis zum Schwangerschaftsabbruch. Der Termin im Spital stand schon fest. Aber dann irgendwie, ich weiß auch nicht, es ist ja dann wirklich ein Kind, das du eigentlich umbringst. Und es kommt ja, es würde ja eigentlich rein theoretisch nicht darauf ankommen, ob du das Kind in der 5. Woche umbringst oder ob es in der, ob du es dann umbringst, wenn es 1 ist oder wenn es 20 ist. Du kennst es einfach viel mehr, aber sonst, es ist immer ein Leben, das du tötest. Hätten sie beide damit leben können, wenn Salome ihr Kind abgetrieben hat? Wir hätten müssen weiterleben. Ja. Also ich muss sagen, der Gedanke, dass unser erstes Enkelkind umgebracht worden ist, finde ich schlimmer, als dass wir halt jetzt den Mehraufwand haben und dafür das lebendige Kind haben. Für sie? Ich bin froh, dass Salome können entscheiden, dass wir nicht müssen irgendwie, wir haben dann, das ist ziemlich schnell für uns klar, wir haben dort nicht die Entscheidungsbefugnis und wir haben gesagt, wir machen beides, gehen wir mit dir. Also und dann nehmen wir das. Ja. Salome hat 2 Geschwister, die um 1 Jahr jüngere Schwester Leonie und den 10-jährigen Timon. Auch Tageskind Helena gehört momentan zur Familie. Salome geht in die 2. Sek. Heute wurden in der Schule alle Klassen über ihre Schwangerschaft informiert. Salome, wie ist es gegangen in der Schule? Wie schlimm war es? Es geht eigentlich. Es war auch ein bisschen komisch. Die einen dann schon ein bisschen so jö und so. Also du gehst mit einem guten Gefühl jetzt dann wieder in die Schule. Hast du nicht Angst? Doch, Angst habe ich schon, aber es ist eigentlich ein gutes Gefühl. Was war euer erster Gedanke, als ihr gehört habt, dass Salome schwanger ist? Ja. Sorry. Ja, ich habe eigentlich zuerst gar nicht mehr gedacht, mir ist irgendwie alles ausgeschaltet gewesen. Ich bin auch mega verschrocken. Ich dachte, nein, die lügt sie mich sicher an. Ja, zuerst habe ich auch gedacht, sie ging ein blöder Scherz oder so. Aber ja, nachher ist dann halt recht so, als sie dann uns noch so mehr erzählt hat. Ja, dann hat man halt gemerkt, dass es wirklich stimmt. Und wie findet ihr das? Also, auch, dass sie das Kind behaltet? Also, ehrlich gesagt, finde ich es gut, dass sie es nicht abgetrieben hat. Aber es ist schon recht hart. Im kleinen Reihenhaus beginnen die Vorbereitungen für die Ankunft des neuen Familienmitgliedes. So, das ist ein Zimmer, wo ich nachher herkomme. Ich würde hier links
im Ecke mein Bett herstellen. Und rechts wird nachher dann das Babybett in die Ecke kommen und daneben ein bisschen davor die Wickelkommode. Freust du dich auf die Zeit, wenn du mit dem Baby das Zimmer teilst? Ja, jetzt hast du immer so jemanden gegenüber, ein bisschen, so ein bisschen schnarchelt und so. Das wird sicher herzig. Wo die aber auch in der Nacht auch nicht schlafen lassen, oder? Ja, aber es ist besser, wenn es gerade im Zimmer ist, sonst werden die anderen auch noch wach und so, dann ist das auch nicht so gut. Ich möchte euch einfach ganz schnell zeigen, was wir mal gesehen haben. Ist, dass man das Bett hinten runterlassen kann. Das heisst, dass das Bett kopftief lag wird und beide raufkommen. Das ist eine Notfallmassnahme, die man macht, wenn man das Bett so schräg stellt, aber das einfach das schon mal gesehen haben. Salome ist im 9. Monat. Seit der Schwangerschaft sind die Bande zwischen Mutter und ältester Tochter enger geworden. Salome will, dass ihre Mutter Dorothea sie bei der Geburt unterstützt. Im Geburtsvorbereitungskurs ist die 15-Jährige mit Abstand die Jüngste. Am Anfang fand ich es ein bisschen komisch. Aber dann hat man sich irgendwie schnell reingelebt. Und ich bin jetzt auch ein bisschen reifer geworden. Und dann ist es nicht mehr ganz so ein grosser Abstand. Und die haben alle ihre Männer dabei. Du hast deine Mami dabei. Wie ist das? Das war jetzt kein Problem, irgendwie schon von Anfang an nicht. Noch 2 Wochen bis zum Geburtstermin. Eine anstrengende Zeit liegt hinter Salome. Es haben mich einfach viele Leute immer angeschaut, komisch angeschaut. Haben Gesicht, Bauch, Gesicht, um zu schauen, wie alt ist die und so. Aber ich habe es eigentlich nicht schlimm gefunden. Zuerst habe ich gesagt, nein, ich gehe sicher nicht mehr auf die Straße. Und jetzt bin ich trotzdem immer gegangen. Und ja. Vom Vater ihres Kindes hat Salome nichts mehr gehört. Die Vaterschaft hat er in der Zwischenzeit anerkannt. Da komme ich nicht ab, Mama. Die kleine Gioia ist da, geboren am 12. August 2009. Die Salome, ihre Geburt, die ist schlimmer gewesen als meine 3 zusammen. Und, ich hätte die also lieber selber geboren, wie müssen zuschauen, wie es einfach so schwierig ist. Das tut dem auch schon weh, oder? Ja, es ist, mal hatte ich schon Krise während der Geburt, wo es geheißen hat, ja, jetzt ist 2 Stunden lang nichts vorwärts gegangen. Da sind wir schon Tränen gekommen, dachte, oh weia, was wird das noch? Jetzt sind wir schon 9 Stunden dran und immer noch. 15 Stunden war für mich ein bisschen lang. Und so von den Schmerzen her? Ja, es ist eigentlich, also es ist ja immer einfach während der Wehe das Wetter. Und dann konnte ich zwischendurch wieder ausruhen. Also man hat es verleiden. Gioia. Salome wollte einen südländischen Namen für ihre Tochter. Eine kleine Reminiszenz an den Kindsvater, der aus Mexiko stammt und als Adoptivkind in der Schweiz aufgewachsen ist. Spannend. Gesehen hat er sein Kind bis jetzt noch nicht. Ist das für dich, Salome? Du bist Mami? Ja, man hat mehr zu tun. Man kommt nicht mehr so zu viel. Aber es geht noch. Was bedeutet dir Gioia? Sehr viel. Alles eigentlich. Gioia wurde am Ende der grossen Schulferien im Sommer geboren. Nach den Herbstferien will Salome ihren kurzen Mutterschaftsurlaub schon wieder beenden und ihr letztes Schuljahr beginnen. Um den Anschluss nicht zu verpassen, macht sie täglich Hausaufgaben. Ich will wieder in die Klasse, die gleich. Da fühle ich mich wohl. Und dort, ich kenne sie auch. Und dann geht es auch einfacher, wenn ich mal eben raus müsste. Dann verstehen sie das eher, als wenn ich gerade in eine neue Klasse hineinkomme. Also, du hast überhaupt keine Mühe, hier umzuschalten. Du hast ein Baby. Aber ich bin auch gleich noch in die Salome, wo ich Hausaufgaben machen muss. Nein, überhaupt nicht. Nein. Ich habe auch nichts.
sind ihr heute aufgestanden? Am 4. Ja, nein, also sie schläft am Morgen nicht lange. Und wie ist das so für sie? Man muss sich halt einrichten. Ich gehe halt dann am Abend um 8:30 ins Bett. Joya ist 3 Monate alt. Ihre Großmutter die Hauptbezugsperson. Die 3-Generationen-Familie hat ihren Rhythmus gefunden. Salome geht seit 1 Monat wieder zur Schule. Zwischenmahlzeiten braucht es jetzt für Teenager und ein Baby. Du musst an vieles denken, an die Milch und die. Ja, ja, genau, die abpumpt die Milch. Abpumpmaschine, wenn sie müsste. Abpumpen statt still in der Pause. Du, ich bin die Milch. Salome ist 15 und besucht jetzt die 3. Sekundarschulklasse. So, Joya, jetzt gehen wir in die Krippe. 2 Tage pro Woche bringt sie ihre Tochter in eine Kinderkrippe, um ihre Mutter Dorothea etwas zu entlasten. Guten Morgen. Morgen. Also, ich komme dann wieder am 10. Ist gut. Sie hat schlecht geschlafen in der Nacht, also wird sie vielleicht ein bisschen mehr schlafen jetzt. Okay, das ist gut. Ich werde ausrichten. Tschüss. Es ist 7 Uhr in der Früh. In 20 Minuten beginnt Salomes Unterricht. Den Wiedereinstieg nach der Geburt von Joya hat die junge Mutter problemlos geschafft. Okay, 10 Uhr Pause in der Schule. Salome ist schon wieder in der Krippe. Komm schlafen. Hey, du, wie lange hast du geschlafen? Wie lange hat sie geschlafen? Ja gut, dann gehe ich jetzt pumpen. Joya hat eben getrunken. Darum muss Salome jetzt Milch für die nächste Mahlzeit abpumpen. Milch ist wieder da innen. Die grosse Pause einer Teenagermutter. In ein paar Minuten geht der Unterricht weiter. Tschüss, Joya. Hast du auch noch ein bisschen Sehnsucht nach ihr, so du in der Schule bist? Nein, das geht noch. Ich habe genug. Also ich sehe sie ja noch genug viel und muss dann halt sie immer rumtragen, wenn sie nicht zufrieden ist. Und so. Hast du froh, meinst du, um die Pause? Ja. Tschüss, Mama. Ein knappes Jahr später besuche ich die Familie erneut. Joya ist jetzt 13 Monate alt. Sie ist ganz liebe, pflegeleichte, aber so in der Nacht, das ist... Das heisst, sie müssen aufstehen in der Nacht? Ja, das würde Salome nicht schaffen. Und wie manchmal stehen sie da so auf? Also richtig aufstehen, zum Bett ausstehen? Ungefähr 5-mal. Und der Shoppen gehen ungefähr 5-mal. Und weil sie schreit, noch mal 5-mal schauen. Ich weiß es nicht. Also es ist, man kann es schon gar nicht mehr zählen. Ja, sie schläft extrem unruhig. Also wer schläft da wo? Also Joya im Bett. Nachher dann das Mami unten und ich da oben, weil ich für einmal zum Arbeiten muss ich fit sein. Und dann schlafe ich da oben und so kann ich eigentlich einfach noch durchschlafen die ganze Nacht. Und die Mami schaut dann einmal in der Nacht, der Joya. Und du hörst dann gar nicht, wenn sie brüllt oder wenn die Mami aufsteht? Also ab und zu höre ich es schon, wenn sie wirklich laut brüllt oder auch lang. Und dann werde ich einmal kurz wach und schlafe dann wieder ein. Aber sonst so die kleinen Schreie von der Joya, die höre ich eigentlich nicht. Joya, musst du den Salat zielen? Du kannst dir noch nicht so gut essen. Was du der Joya kannst geben? Was? Brotstückchen in Suppe reinwickeln. Wie gibt man ein bisschen Suppe? Salome ist 16. Eine junge Frau mitten in der Pubertät, die sich naturgemäß mit Händen und Füßen von ihren Eltern abgrenzen müsste. Wenn die Mutter des Teenagers aber das Kind des Teenagers betreut, wird dieser Ablösungsprozess kompliziert. 16 und ein Kind. Kann Salome irgendwo noch Teenager sein? Ich habe manchmal das Gefühl, sie ist mehr Teenager wie Mutter. Wieso sagen Sie das? Ich
wenn Salome da ist und ich auch da bin und ich bin zum Beispiel am Kochen und sage Salome, sie muss jetzt schauen, dann vergisst sie sich einmal und schreibt ein SMS und dann ist sie ja schon wieder zwischen meinen Beinen, ohne dass das Salome gemerkt hat. Also von dem her, sie hat innerlich die Verantwortung. Ja. Also sie ist ganz entspannt und überlässt das eigentlich mir. Das sind ja auch Fenster, oder? Ja, genau. Du musst auch wieder bis da. Da hast du Ausnahme. Salome hat die Schule abgeschlossen und macht jetzt eine Berufslehre als Zeichnerin. Unterstützt von ihrem Vater hat sie eine Stelle in einem Architekturbüro ganz in der Nähe der Krippe gefunden. Salome, Lehrling mit Kind. Ganz ehrlich gesagt merken wir das im Alltag gar nicht so stark, außer wenn sie eben etwas erzählt oder vielleicht, dass auf der Mausmatte Joya drauf ist. Aber sonst merken wir das nicht, weil sie sehr gut mit den Eltern geregelt hat. Also im Arbeitsalltag ist das ein kleineres Thema. Da hat sie mega Freude. He? Es braucht zwar kein ganzes Dorf, um die kleine Joya aufzuziehen, aber immerhin eine ganze Familie samt Freunden. Zum Timon! Schau, ich will wieder zu dir. Sie würde am liebsten bei allen gleichzeitig sein, gell? Alle gleichzeitig. Ja, genau. Bist du mit dem Kini am Spielen? Kommt Joya genug über, also quasi Nähe von ihrem richtigen Mami? Das ist eher knapp, aber sehr intensiv und herzlich, wenn. Kurz und heftig, wie sagt man. aber ich denke, Salome, Joya wird so gesättigt rundherum mit Liebe und Zuwendung. Also zu kurz kommt sie nicht. Joya ist 3,5 Jahre alt. Noch immer ist Großmutter Dorothea ihre Hauptbezugsperson. Ich zeige Salome, ihren Eltern, Bruder Timon und Joya die allerersten Aufnahmen für diesen Film noch einmal. Bilder, die vor 4 Jahren entstanden sind. Wieder Mami. Wieder Mami. Mami. Ja, ich habe mir sicher einfacher vorgestellt. Ich denke, dass es noch einfach geht, dass sie gut schlaft, dass ich auch dann schlafen kann, dass sie neben mir schnarchelt und ich sie halt zuhören in der Nacht und dann sogar noch herzig finde, wenn ich in der Nacht zuhören kann. Aber das ist halt dann auch anders geworden. Und ich war halt einfach dort irgendwie noch klein gewesen. Ich habe dort mit 14, ich weiß noch, habe ich gefunden, ich bin jetzt recht gross und so. Aber wenn ich jetzt die anschaue, die 14 sind, oder wenn ich mich selber anschaue, dann finde ich, ja, trotzdem nicht so gross gewesen. Ach so, der Parkplatz. Salome hat jetzt einen älteren Freund, der für Joya so etwas wie ein Vater ist. Vom biologischen Vater hat sie seit über einem Jahr nichts mehr gehört. Der sporadische Kontakt ist abgebrochen. Immerhin, er bezahlt die Alimente pünktlich. Ich fände es schön, wenn Joya einfach ihren Vater kennt. Aber wenn er jetzt sich da nicht darum kümmert, dann finde ich es auch blöd, bei ihm irgendwie nachhaken zu gehen und immer wieder fragen, ob er jetzt mal kommt. Und das will ich auch nicht unbedingt. Salome ist 18 Jahre alt. In diesem Alter denken andere junge Frauen ans Wegziehen von zu Hause. Für Salome und ihre Tochter will ein solcher Schritt reiflich überlegt sein. Nicht nur wegen des Mehraufwands, den ein eigener Haushalt für sie bedeuten würde. Wenn jetzt Salome mit ihr auszieht, ob jetzt mit oder ohne Freund, dann ist das fast wie ein Scheidungskind dann, also einfach ein Verlust muss hinnehmen. Und was ich denke, oder was wir anstreben, was auch der Salome klar ist, dass sie in allernächster Nähe eine Wohnung wird suchen. Salome macht die Berufsmatur. Ihren Eltern hat sie es zu verdanken, dass sie die Ausbildung machen konnte, die sie sich immer gewünscht hat. Sogar ein späteres Studium steht als Projekt im Raum. Salomes Eltern werden noch lange für sie und Joya sorgen müssen. Ich frage mich, ist das der Preis, den die Eltern zu zahlen haben, weil eine Abtreibung damals für sie nicht der richtige Weg war? Es
ist immer ein bisschen meine Ausrede. Wenn es irgendwo bei Kolleginnen heisst oder so, wieso macht deine Mami so viel? Und so, dann sage ich, sie hat ja mich dort dazu überredet, sozusagen. Aber es ist eigentlich nicht so. Also ich bin jetzt auch froh, dass ich es behalten habe. Und sie hat mir nur gezeigt, was eigentlich auch richtig ist und was gut ist. Und wenn ich sie abgetrieben hätte, dann glaube ich, wäre ich in einer Depression. Ich wüsste gar nicht, ob ich jetzt wirklich die Lehre hätte machen können oder nicht. Also du hast es nie bereut, dass du das Kind behalten hast? Nein, eigentlich habe ich es nie bereut. Aber das Problem ist halt einfach immer dann, wenn ich mega viel zu tun habe und sie kommt immer wieder und ich kann nicht meine Sachen weitermachen und weiss, dass ich dann irgendwie bis um 12 Uhr in der Nacht arbeiten muss und dann lieber ins Bett will. Dann hätte ich mir am schon gedacht, das wäre jetzt viel einfacher gewesen, wenn ich sie nicht gehabt hätte. Aber die Entscheidung, dass ich abtreibe oder nicht, die ist eigentlich dort nie als also steht nie als Frage dort. Es ist immer klar, ja, das ist viel besser gewesen, dass ich sie behalten habe. Aber es wäre halt besser gewesen, wenn ich das gar nie erst gemacht hätte. Vier Jahre im Leben von Teenager-Mutter Salome und ihrem Kind. In Salomes Familie bezeichnet man Gioia als Geschenk. Als Geschenk, das zwar niemand bestellt hat, über das sich aber alle von Herzen freuen. Ja, die legen wir dir noch an. Gute Nacht, Gioia.